So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem nächsten Spiel in dem Pokal und zwar gegen den FC Heidenheim. Nach der Niederlage in der Liga gegen Dresden müssen wir wieder so ein bisschen in die Vollspur zurückführen, fühlen, gehen, wie auch immer. Nee. Okay, gehen wir rein auf jeden Fall. So, weiter und gib ihm. So, wie gesagt, dieses Spiel steht halt jetzt gegen den ersten FC Heidenheim im Pokal. Zweite Runde. Wir sind die Pokal-Titelverteidiger und wollen natürlich hier in Runde 3 gehen. So, gucken wir mal gerade rein. Ich baue natürlich meinen Kader ein wenig um. Weil halt, ja, ein paar Leute ein bisschen angeschlagen sind oder ein bisschen müde sind und wie auch immer. Und das will ich jetzt gerade so ein bisschen dem vorgreifen. Ich habe keinen Innenverteidiger mehr. Mit McKenny kann spielen. Der wird auch spielen dann auf der Position. Okay. Dann gehe ich mal als Zentraldefensiver. Habe ich noch was Zentral irgendwas Defensives da? Ja, warte mal. Guck mal gerade. Bist du an? Ach, das ist im Kotzen gerade. Bist du kaum wirklich Alternativen hast für die Position. Dann Kolasinac auf die Position. Ich will mich ein bisschen rotieren. Kannst du links spielen? Du kannst links spielen. Gut, dann machen wir es so. Dann rotieren wir es einfach so rum. So, wie gesagt, Pokal steht jetzt an. So, auf geht's. Heute freuen wir uns auf ein tolles Spiel, ein echtes Highlight. Seit Tagen wird nur noch über diese Partie geredet. Gleich geht's los, bleiben Sie dran. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Ich bin auch heute wieder Wolfuß und neben mir ist auch heute wieder der Kollege Frank Buschmann. Und wir sind heute zu Gast bei einem Spiel im DFB-Pokal. Schalke 04 gegen 1. FC Heidenheim. Für mich sind die Gastgeber ganz klarer Favorit. Weiterkommen eigentlich Formsache. Aber wir sollten uns so ein bisschen hüten, hier schon alles als abgemacht anzusehen. Es gab schon etliche Favoriten, die dann am Ende doch noch mit langen Gesichtern da standen. Also eine Favoritenrolle kann ja auch eine Belastung sein. Die Nummer 14, Florian Krüger. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Wir spielen heute in einem offensiven 4-5-1. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität. So, das ist unsere Mannschaft für das DFB-Pokalspiel hier zu Hause gegen den FC Heidenheim. Da wollen wir natürlich, wie gesagt, in die dritte Runde. Das ist der nächste Schritt oder das ist unsere nächste Aufgabe. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Hier ist die Aufstellung. So gehen die Gäste heute in die Partie. Zwei Stürmer vorne, dahinter zwei Viererketten. Klassisches 4-4-2, würde ich sagen. Ganz genau, mal schauen, wie sie damit heute zurechtkommen. Unser ehemaliger Verteidiger, Gottwald, nicht mehr in der Startelf. Das ist halt, wie gesagt, die Mannschaft hier in Heidenheim. Also, gucken wir mal. Und los geht's. Anstoß durch die Schalker, Durchgang 1 läuft. Krüger. Also ich habe ganz Weile jetzt kein FIFA mehr gespielt, aber ganz ja, energischer Einsatz. Muss er wieder ein bisschen reinkommen. Und Heidenheim will natürlich hier den Schritt in Richtung machen, in Richtung auch in die nächste Runde machen. Für die wäre es natürlich sehr wichtig hier. Auf ihn könnte es hier heute ankommen. Ja, das muss ich jetzt. Ah, das war ein bisschen zu.
Glück gehabt. Da kam der Keeper nochmal ran. Der hätte nämlich auch durchaus anders ausgehen können. Und dann der Ball von der Innenverbundsbewegung. Gute Pässe jetzt. Da ist er da. Hab ihn. Er steht gut und holt sich den Ball. Ah, das war nicht ganz so sauber. Gute Aktion. Oh, der Ball, der springt doch zu einem Verteidiger, zu einem Kollegen, zum Angreifen. Schön gemacht, aber gut dazwischen gekommen. Mustafi. Tommy. Hack. Robin Hack. Silvia Gambola. Gambola, und jetzt hat man eine Lücke, Tommy. Ja. 19 Minuten 1:0. Sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Zumindest war der erste Schritt wieder in Richtung nächste Runde. Aber gut, in Dresden haben wir auch gefühlt 1:0 am Ende der Freizeit verloren. Und hier war durchaus ein bisschen was mehr drin für Heidenheim, aber ich nehme es so mit. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. So, Erik Tommy, Pokaltor Nummer 1 für den offensiven Mittelfeldspieler. Erstmal den ersten Schritt gemacht. Tommy. Gerade der. Ja, Gambola, der aber nicht durchkommt. U15, okay. Ja, der Schritt und Tor. 2:0. Wieder Tommy. 25. Minute. Ja, ein bisschen durchgespielt. Schön über rechts. Krüger und dann die Flanke. Butterweich und Tommy Braudo einnicken. Da ist nochmal die Entstehung dieses Tors. Zunächst die Flanke und dann muss er nur noch den Kopf hinhalten. Ja, hier. Der Verteidiger verschätzt sich da komplett in Nummer 5. Die Chance lässt er sich nicht entgehen. Und dann ist das ein leichtes für Tommy, den gegen den Keeper, gegen die Laufrichtung zu setzen. Und dann steht 2:0 hier im DFB-Pokal. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Eigentlich. Hier steht es 2:0. So, 2:0 jedenfalls die Führung. Also, da hat er den nächsten Schritt gemacht, auf jeden Fall. 2:0 jetzt die Führung. Den Fehler der Heidenheimer ausgenutzt. Weil der Fehler war ja der, dass der Verteidiger sich da verschätzt hat. Ja, da steht 2:0. Und auch hier wieder ein blöder Fehler in der Vorwärtsbewegung von den Heidenheimern. Abseits! Da war Abseits. Und ja, knapp, aber das ist knapp, das ist deutlich. Alle drei vorne drin im Abseits, okay. Nee, dann sage ich nichts, aber da hat der Schiedsrichter auch komplett richtig entschieden. Muss man so nehmen. Und der Ball ist erstmal weg, keine gute Ballannahme. Druck war zu groß. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Hm. Ah, da kommt er nicht rein. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Ja, den kriegt er nicht sauber verteidigt. Und wieder da. Und zweimal macht es Sigris und beim dritten Mal ist er dann doch drin. Anschlusstreffer. Wir schauen nochmal auf das Tor, da sehen wir. Zweimal konnte Sigris halten. Einmal hier, dann hier und dann quasi den Abpraller, den dritten Abpraller. Den nutzt er dann. Mollo 2:0. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Krüger. Ja, das sieht gut aus.
Ah, da kommt aber auch gar keiner mit an der Position. Krüger, nee, den hat er versucht da reinzuspielen, oder zurückzuspielen. Der kommt jetzt. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ja, nee, der Ball kommt nicht an. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben. So, letzte Minute, dann gibt's. Fängt diesen Ball ab. Ah, schade. Und halt, dann probier's nochmal. Mit dem Konter zu setzen. Hereingabe jetzt. Aber das macht Mustafi ohne Probleme. Und damit gehen wir mit einer knappen, oder gehen wir mit einer knappen Pausenführung rein. Das uns für die zweiten 45 Minuten echte Spannung verspricht. Ein ganz starkes Spiel bislang von ihm. Zwei Tore hat er schon auf dem Konto. Man liegt vorne. Also so kann es natürlich weitergehen. Und er ist ein Hauptgrund für diesen Spielstand. Anstoß durch die Schalker, Durchgang 1 läuft. Silver Gombol. So, und dann geht es jetzt weiter. Eben kurz die Zwischenstände: Augsburg, Köln mit 1:1. Bayern führt in Fürth mit 2:0. RB unentschieden gegen Werder Bremen. Und Dortmund liegt mit 1:0 hinten in Braunschweig. So, weiter geht's mit der zweiten Halbzeit. Und dann gucken wir mal. Vielleicht haben wir ja nur eine oder andere Überraschung. Also die Bayern wahrscheinlich nicht, aber die Dortmunder vielleicht. Die in Braunschweig, wie sie finden. So. Weiter geht's jetzt mit der zweiten Halbzeit. Warum liegst du den nicht vorne von den Sturm? Teuer Kauf. Ja, Heidenheim ist jetzt ein bisschen drin in der Partie. Die wollen natürlich jetzt was versuchen. Wird das eine Torchance? Ecke. Die wollen natürlich jetzt ein bisschen rankommen. Es steht nämlich nur 1:2. Jetzt kommt die Ecke. So, 2:2. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Wie auch immer das Ding noch gefallen ist. Weil er sich da schön hinten reingedreht hat. 19, ja, und da war Krüger, der es einfach komplett verpennt hat. Deshalb ist der da vorne drin so wichtig. So, und jetzt Börrenbach, also. Die Nummer 19, Jonas Börrenbach. Ja, und plötzlich ist dann das Ding gefallen. Das macht er gut. McKennie. Na, ja, der kommt nicht durch. Doch, Ludewig. Es gibt Freistoß für die Schalker. Der ist wichtig, dass der gekommen, dass der abgepfiffen wurde, weil der wäre auch noch gefährlich geworden. Silver Gombola. Sie drängen auf die Führung. Nicht zu übersehen, aber sie bleiben geduldig. Und die Möglichkeit. Nein, warum? Treffer. Da legst du den schön zurück. Der braucht den eigentlich nur ins leere Tor einzuschieben und dann zieht er den vorbei am Tor. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ja, halbe Stündchen noch. Heidenheim ist jetzt ein bisschen dran an der Partie. Den Zweikampf verliert er. Arme Kenny, der den Ball verliert. Und dann mit Glück können die Heidenheim. So, jetzt muss es gelb geben. Gibt es für die Nummer 3. Kann man durchaus geben. Ja, geht gut, und wieder ist nur ein Ballverlust da in der Vorwärtsbewegung. Hack. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ja, da ist aber auch keiner mit, der irgendwie da mal die Idee kommt. Oh, ja, und dann Tommy, der hier fast das dritte Tor macht. Also bis jetzt kommen die Bälle nicht an und ich werde jetzt durchwechseln müssen. Und nach 70 Minuten diesen Dreifachwechsel erzielen. Der Keeper ist ein Tick schneller, das war richtig gefährlich. Um einfach wieder Ruhe an diese. Bei den Gastgebern steht an. Um wieder ein bisschen Ruhe in diese Partie reinzukriegen.
Jetzt haben wir. Ja, Ball ist weg. Abgefangen. Jetzt kommt der Wechsel. Eine ganz, ganz starke Leistung war das heute von ihm. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Glück gehabt. Guter Pass jetzt. Oh, Ball kommt. Wir lassen den Ball da jetzt gut. Und der ist drin. Nein, doch. Heinheim dreht diese Partie komplett. Hey, du führst 2-0, hast alles im Griff und kriegst da drei Stück hintereinander von denen. Nochmal das Tor in der Wiederholung, die Flanke kommt rein. Dann lässt er den Ball noch mal kurz auf, halt sich nicht sofort ab, nimmt sich alle Zeit der Welt, die er hat. Und das war eine ganz, ganz enge Partie heute, die vielleicht hier jetzt den glücklichen Sieger gesehen hat. Ja, und der ist vielleicht Heidenheim und damit sind die Titelverteidiger vielleicht in der zweiten Runde. Mann! Warum eigentlich keiner, der mal irgendwie auf die Idee kommt? Da kommt der Schuss. Da macht er fast das Tor mit diesem Haber. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Aber das wäre die Entscheidung gewesen. Also wenn die jetzt heute dann das 4-2 macht. Das ist doch kein Abseits! Da gibst du mir gar nichts, ich. Noch liegen sie hier knapp hinten, kurz vor Spielende. Was dürfen wir in diesen Schlussminuten noch erwarten? Ich glaube ja, das Spiel bleibt bis zum Schluss. Schalke auf, Schalke gibt nicht auf. Schalke ist auf der Suche. So, was gibt die nächste Karte? Der das Ding hier noch dreht. Oder? Das Spiel liegt in den letzten Zügen, aber es ist nach wie vor eng. Es ist noch alles drin. Weite Flanke, nicht ungefährlich. Nach Mann. Schade, Ball ist weg. Ja, das war's. Anspiel kommt gut. Ja, der ist. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Vielleicht jetzt noch mal. Irgendwie doch noch was reinzudrehen. Tor! Der Rodde! Unfassbar! Sie packt es noch und gleich hinaus. Simon Terodde, 88. Puh, boah, was für ein Spiel, ey. Hier nochmal die Entstehung dieses Treffers. Die aber da kommen sie doch mal endlich durch wieder. Das ist perfekt. Und zwar mit ganz viel Gefühl. Das traut sich nicht jeder. Viele würden einfach draufhalten. Das ist Esprit. Und wieder der Verteidiger dahin, der mit einem blöden Fehler da ein Gegentor fuhr. Der eingewechselte Simon Terodde auch hier mit seinem ersten DFB-Pokal-Tor. Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ein spannendes, enges Match. Und jetzt haben wir hier auch wieder einen ausgeglichenen Spielstand. 2 Minuten bekommen. Und jetzt die Schalker nochmal. Das könnte die letzte Gelegenheit sein. Wenn sie jetzt treffen, gewinnen sie das Spiel. Terodde! 92. Und wirklich in den letzten Zügen drehe ich halt das Ding nochmal komplett um. Wir sehen nochmal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten. Buselab war es, Simon, der da durchgebrochen ist. Die Klasse nutzt perfekt diese 2 gegen 1 Situation. Nein, es war kein Abseits. Ja? Und alles fängt damit an, dass die Heidenheimer ganz sicher bei Stand 3-2 yes. Das ist der Einzug in die nächste Runde. Ganz enges Spiel am Ende, setzen sich knapp durch. Hat nicht viel gefehlt, dann geht das Ding andersrum aus. Ja. Aber jetzt heißt es volle Konzentration auf die nächste Runde. Ja, wie gesagt, das Ding, der Abseits 3-2 Heidenheim, dann wird das Ding vorne weggepfiffen. Und quasi im Gegenzug mit zwei mit einem langen Ball oder zwei, geht das Ding auf 3-3 und dann in der letzten Minute. Puh, Gott sei Dank, ey. 88. und 90. Ich hatte eigentlich, sogar schon vorab geschenkt. Ich war schon mal Kopf, glaube ich, gedacht, okay, das Ding ist durch, damit ist die FIP-Karte für uns beendet. Aber der ist es nicht. Wir ziehen in die dritte Runde ein. Knapp, aber wir ziehen in die dritte Runde ein. Diesmal konnten wir es wieder drehen.
Oh, Dortmund raus, tatsächlich. Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem Kommentar bereit sind. Was für ein Spiel, ey. Zweimal Tommy auf 2-0, dann 3-2 Heidenheim und dann in den letzten Minuten noch das 4-3, bis 4-3 vorgezogen. Vielen Dank für diese Aussagen. Wir hätten auch selber 3-2 machen können. Ich glaube, da war nämlich das Ding von Gavula, der das Ding da vorbeischießt oder vorbeischiebt. Gut. Dann gucke ich gerade mal, was Kolasinac noch zu sagen hat, bevor ich hier weitermache. Warte mal gerade kurz. Turnierpreisgeld, 300.000, ja, 300.000, ja, die nimmt man halt gerne mit. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Spiel gegen den FC St. Pauli. Dann spielen wir zu Hause gegen die Hamburger. Bis dahin und tschüss.